Okay, Chat, let's go. Wir haben hier letztes Mal aufgehört. Bei dem allerletzten super schwierigen Hardcore Odyssey Level, dem Darker Dark 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 Level auf der Darker Dark Side of the Dark Side Moon. Ich habe sie letzte Woche irgendwie für eine halbe Stunde oder so getestet, probiert. Also was heißt getestet, probiert. Und kam bei einem Try ziemlich weit. Und mal gucken, wie lange wir heute dafür brauchen. Ich hoffe nicht allzu lange, weil ich würde gerne heute Wanda anfangen. Und ein bisschen was in Wanda schaffen. Wir können gleich gerne Gamba starten, ja. Heute nur dieses Level. Nein. Ich bin gerade richtig, richtig fit und richtig frisch im Kopf. Und bin halt einfach ein geiler Typ, so. Ich schaff das jetzt easy. Also nicht vielleicht First Try oder so, aber... Ja. Wir können eine Gamba machen für Chat, ob ich es bis 16.30 Uhr schaffe. Wieso ist mein Browser aus? Wer von euch hat meinen Browser ausgemacht? Oh mein Gott. Was soll das? Was zum Fick soll das? Wieso habt ihr... Oh mein Gott. Chat. Manchmal, ne? Manchmal, ey. Boah. Schafft er das Level bis 16.30? Ja. Nein. Noch vielleicht reinpacken. Ich gebe euch 2 Minuten. Viel Spaß und viel Glück. Das wollte ich nicht. Ich muss jetzt mal wieder in die Steuerung reinkommen, ja? Achso, ich habe gerade auf Discord gar nicht den Stream angekündigt, ne? Ich habe Discord nicht mal an. Ach, deshalb habt ihr gesagt, ich stinke. Dass Jazz gesagt hat, ich stinke. Sie hat eine Ankündigung gemacht. Dankeschön. Lol. Ja, ich war ein bisschen durcheinander zum Streamstart wegen dem fehlenden Sound. Oh, ich bin schon tot. Ich lebe. Ich kam letzte Woche bis... Also ich habe auf jeden Fall die Yoshi-Stelle geschafft letzte Woche. Hab dann Yoshi geopfert. Und bin kurz danach, glaube ich, gestorben. Und das ist bisher die schlimmste Stelle hier. Ich mach die Stelle hier gar nicht. Stimmt, ich habe noch den Vogel gespielt, den Dino-Vogel. Die Stelle hasse ich hier. Weil du musst hier in diese Löcher reintreffen. Sonst verlierst du diese Lavaballform und musst wieder zurückgehen, wieder Lavaball holen und. Darfst halt dabei nicht die Kante treffen, den Boden berühren. Ja, genau das hier. Und dann, ja, dann hätten wir Odyssey durch, Leute, heute. Das hat lange gedauert, ne? Das war ein langes Unterfangen. Oh, wow. Also jetzt im Nachhinein muss ich sagen... Hey! Jetzt im Nachhinein muss ich sagen... Wir hätten uns einfach die Sterne kaufen sollen. Die Monde kaufen sollen. Also ich meine, ich bereue es nicht, ne? Wow. Ich bereue es nicht, dass wir die Monde nicht gekauft haben, sondern dass ich sie ergrindet habe. Weil ich dann halt überhaupt
an diesem Punkt angekommen hätte, an diesem Punkt angekommen wäre, wo ich dann quasi mir meine komplette finale Meinung zu Odyssey machen konnte, die ich wahrscheinlich hätte nicht machen können, hätte ich mir einfach die Monde kaufen können. Und das ist ja auch wichtig. Stark! Aber ja, wenn ich irgendwie in Zukunft das nochmal irgendwie spielen sollte oder so, dann denke ich mir, werde ich mir einfach die Monde kaufen oder so. Wenn ich unbedingt dieses Level hier sehen will. Was für Boss Rush. Einmal gemacht reicht. Ja, ja, ja. Ich hatte gar nicht so negativ in Erinnerung gehabt. Aber das lag wahrscheinlich daran, dass ich damals halt nicht alleine gespielt habe. Und wenn man etwas zusammen mit jemand anderen spielt, dann macht es halt ja immer ein bisschen mehr Spaß. Vor allem, wenn man dann ja abwechselt und nicht die geballte Mondgrinderei auf seinen eigenen Schultern tragen muss, sondern das ja halt aufteilt. Dann kam mir das wahrscheinlich nicht so negativ rüber. Aber jetzt, wo ich das komplett alles alleine machen musste, dann fällt das erst recht negativ auf, wie oft man eigentlich immer wieder dieselben Monde immer und immer wieder macht. Nur in verschiedenen Welten halt, ne? Und ich dachte, bis halb wäre easy. Nee, diese Lava-Scheiße ist der schlimmste Part bisher. Das ist der schwierigste für mich persönlich bisher. Ich weiß halt nicht, dass es, was? Ich weiß halt nicht, dass es ist, aber ich finde Odyssey unfassbar langweilig. Stark. Aber du findest auch Metal Gear langweilig. Seit diesem Statement, dass du gesagt hast, dass du Metal Gear langweilig findest, hast du einfach jegliche... Ah, nein! Jegliche Erlaubnis, über Spiele zu reden, verloren. Deine Meinung ist zu allen Spielen weniger relevant geworden. Nein, Joke. Ich bin halt nur geflasht gewesen. Oh mein Gott. Hat sich gelohnt. Metal Gear Gameplay langweilig finde ich komplett valide. Aber Story ist Banger. Nee, Gameplay finde ich auch voll in Ordnung. Das bei Metal Gear, was am Gameplay so kacke ist, ist halt diese komische Steuerung und so. Aber ansonsten, die Stealth-Mechaniken und so weiter, wie die Level aufgebaut sind, finde ich eigentlich alles ganz cool. Ich finde es eigentlich auch noch heute sehr gut spielbar. Alles sehr nice. Achso, ich hatte noch einen Hit, wow. Ich finde Kojima immer wack. Nee, Kojima ist Superstar. Kojima-Spiele immer cool. Das Schöne bei Kojima-Spielen, ich meine, auch wenn man dann vielleicht Gameplay-mäßig oder sowas dann vielleicht Dinge nicht mag oder so, oder irgendwie Story-Elemente oder sowas nicht mag oder so, ist ja immer so, ne, subjektive Sache und so. Aber was ich finde, was man bei Kojima nicht abstreiten kann, was halt immer geil ist, egal wie weird es ist, egal wie vielleicht wacky es ist oder so, Kojima-Spiele haben immer etwas Besonderes an sich und haben immer viele unique Dinge, die halt immer, sage ich mal, auch wenn es am Ende dann vielleicht ein Spiel ist, was vielleicht eher weniger Spaß gemacht hat oder so, am Ende war ein Kojima-Spiel immer eine Erfahrung.
Es ist dann immer eine Erfahrung, die man nicht einfach irgendwie in der Woche wieder vergisst oder so. Es ist immer irgendwie was Weirdes, Freakiges, Seltsames, was immer dann so besonders ist. Was dann immer so aus dem typischen Gaming-Einheitsbrei so ein bisschen immer raussticht, finde ich. Oh, ich bin noch im Leben, lol. Dankeschön, Nightworthy. Eine Erfahrung wie Spirit Tracks? Nee, sowas nicht. Aber ich meine, keine Ahnung, Mann. So, Kojima baut immer solche irgendwelche kleinen Dinge ein, so, die halt andere AAA-Games halt nicht haben. Es sind immer so kleine, dumme Sachen, irgendwelche kleinen Gimmicks oder sowas, die er immer so einbaut, die halt immer irgendwie in Erinnerung bleiben, die dann nicht immer irgendwie da sind, weil sie unbedingt da sind, um das Gameplay zu erweitern, die nicht unbedingt da sind, um Spaß zu machen oder so, sondern die sind einfach da, weil Kojima sich denkt, ja, das ist irgendwie ganz cool. Und das ist halt immer sehr nice bei Kojima. Und deshalb bin ich immer ein Fan von seinen Spielen. Vor allem AAA-Spiele, die entwickeln sich ja immer mehr und mehr in so eine Einheitsbrei-Richtung, ne? Dass du immer so immer wiederkehrende Elemente hast, die immer das gleiche sind, weil es ist halt ein Videospiel, also müssen diese Elemente drin sein und so. Und Kojima versucht halt immer so ein bisschen aus dieser Sache so ein bisschen immer rauszubrechen. Auch wenn es dann vielleicht nicht unbedingt geil ist, aber er versucht es. Und das ist immer, was ich appreciate. Ubisoft Open World. Ja, nicht nur Ubisoft-Spiele. Auch, keine Ahnung, so Spiele, die ich ja selbst liebe, haben ja sowas auch drin. Sowas wie in Final Fantasy 16 oder sowas. Ne? Haben ja auch so drin. So Dinge, die halt einfach nur da sind, weil es ist halt ein Videospiel, die müssen halt drin sein. Und das ist halt irgendwie nicht so geil. Die sind halt einfach nur da, es ist ein Videospiel und die sind da, damit das halt gestreckt wird, damit du was zu tun hast und so. Aber sie sind halt nichts Besonderes. Sie sind halt einfach da, wirklich einfach nur da, weil es ein Videospiel ist. Und nicht, weil sie irgendwie wirklich einen Mehrwert bieten. Und auch Rebirth, Final Fantasy 7 wird so ein Bullshit wieder drin haben. Kojima Games sind wild, ja. Finde ein bisschen schade, dass Kojima meist den gesamten Praise bekommt, obwohl da immer ein Team hintersteht. Ja, klar, klar. Aber... Oh. Aber ich finde sowas auch... Oh. Ich finde sowas auch wichtig, dass so einzelne Personen immer herausstechen. Und dann für etwas einstehen. Sei es wie Qualität oder sowas oder Kunst oder sowas, dafür einstehen. Finde ich halt auch super wichtig. Nicht immer nur halt irgendein Logo oder sowas, sondern wirklich eine feste Person dafür dahinter steht oder sowas. Ich meine, machen wir ja überall, bei anderen Sachen ja auch. Oh. Ich finde dieses Steingeräusch, dieser Stachelrolle so furchtbar. Dieses komische Matschen. Geht's um Sidequests? Ja, unter anderem. Bei Final Fantasy 16 schon unter anderem. Sidequests, diese komischen
RPG-Elemente, die keine RPG-Elemente sind und so. Also Final Fantasy 16 hat ja viel von so einem typischen Gaming-Kram drin, der komplett scheiße ist und einfach nur dafür da ist, damit man es quasi hat. Und nicht wirklich, weil es einen Mehrwert bietet oder so. Ne? God of War oder so, auch immer sehr gutes Beispiel dafür. Die neuen God of War Teile. Auch da immer so ein gutes Beispiel für, was nicht von Ubisoft kommt, aber auch immer irgend so eine komische 0815 Gaming Mechanik drin hat, damit man sagen kann, es ist Gaming. So, entweder du machst halt, entweder du verzichtest auf sowas und machst dann halt ein vernünftiges Spiel. Hui. Ich muss runter. Entweder du verzichtest drauf und machst halt ein Spiel einfach nur mit Cutscenes, du machst ein fucking Filmspiel, weil du unbedingt eine Story erzählen willst. Oder du machst ein verdammt normales Spiel so. Mit Gameplay, das halt relevant ist. Und füllst das Spiel halt dann nicht irgendwie mit irgendeinem leeren Bullshit, das einfach nur da ist, damit du Videospiele spielst. So. Das ist halt Bullshit. Sugos Ref hat gezeigt, dass Cutscene Games 10 von 10 sein können. Ja, aber auch da. Hast du ständig immer, also nicht ständig, aber oft so komische kleine Level zwischendurch, die einfach nur dafür da sind, ne? Die einfach nur dafür da sind, damit du nicht am Ende sagst, oh, was ist das denn für ein Film? Ich habe ja gar kein Spiel gespielt oder so, ne? Auch da gab's halt Einfluss. Wieso habe ich eigentlich den Yoshi weggeworfen? Ich hätte den nur mitnehmen sollen. Scheiße. Ich habe ihn letztes Mal hier auf dem Weg irgendwo geopfert. Miau! Kürzlich erst in Azuras Rev-Stream nachgeholt, war Banger. Wisst ihr, das Traurige ist, eine Zeit lang konnte man immer sagen, so von wegen, ja, AAA-Spiele sind halt so, ne? Aber zum Glück haben wir noch Indie-Spiele. Aber Indie-Spiele entwickeln sich auch immer mehr und mehr in diese Einheitsbrei-Richtung. Die entwickeln sich auch immer wieder mehr und mehr in diese Einheitsbrei-Richtung. Dann hast du auch irgendwie pro Jahr dann ein paar Indie-Spiele, die dann herausstechen und besonders sind. Und der Rest ist halt auch immer so ein Einheitsbrei-Ding. Wir werden bald ein Videospiel-Crash bekommen, Chat. Wo Videospiele zusammenbrechen werden. Wow. Nice. Jetzt fängst du auch so an. Nein, es kommen ja immer noch jedes Jahr immer wieder Spiele raus, die immer nice sind und die trotzdem immer noch Spaß machen und begeistern. Aber ich finde dann auch am Ende diese Spiele, die einen dann am Ende irgendwie begeistern und einem sehr viel Spaß machen, auch diese Spiele haben trotzdem dann irgendeinen Bullshit drin, der nur da ist, um das Spiel zu strecken. Um einfach nur Content zu machen. Wow! Ich war irgendwie verwirrt, dass Skull and Bones schon draußen ist. Ey, ich hasse diesen Part so sehr, ne? Ich dachte irgendwie, Skull and Bones kommen noch irgendwie in 10 Jahren erst. Und irgendwie gestern oder so mitbekommen, hä, alle streamen das?
Liegt halt einfach daran, dass jedes Jahr immer mehr Spiele pro Jahr rauskommen. Ja, ich spiele ja nicht alle davon, aber ja. Ich habe im Chat geguckt. Warte, ich starte mal neu. Jedes Indie-Farm-Spiel ist auch einfach eine andere Version von Stardew Valley. Ja, oder jedes Metroidvania. Jedes Roguelike. Jedes Horror. Das sind auch alles Indie-Games. Und dann ist es da auch immer so, dass es immer das Gleiche ist, immer der gleiche Einheitsbrei ist. Und dann ist dann eins von 100 Indie-Spielen, was dann wieder ein Banger ist. Deshalb, du kannst das auch nicht mehr einfach so safe sagen von wegen, ja, Indie-Spiele sind nicht so wie AAA-Spiele. Die sind da viel cooler. Deshalb spiele ich nur noch Indie-Spiele. Ja, auch da bist du halt nicht davor sicher. Vor diesen 0815 Gamifications. Ich finde aber die letzten zwei God of War Teile einer der besten Spiele, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Verstehe nicht, wieso du das schlecht fandst. Ich fand die nicht schlecht. Ich liebe die zwei God of War Teile. Aber die haben halt super viel so ein Kram drin, der halt komplett Bullshit ist. Dass das Spiel als RPG verkauft wird und dann hast du halt da so eine irgendwelche dummen RPG-Mechaniken drin, die du auch eigentlich komplett ignorieren kannst. So, ist halt so ein Bullshit. Mach das Spiel einfach nur ein normales Action... Oh, ein Character-Action-Game und so. Das wäre einfach viel geiler, als dass du dann irgendwelche komischen RPG-Elemente hast, die komplett Bullshit sind. So, ja, wow, cool, du hast 4% mehr Giftresistenz. Was juckt mich die Scheiße? Oh, neue Rüstung. Da ist... Oh. Neue Rüstung. Da ist 5% mehr Damage gegen Wölfe drauf. Wow, cool. Nice. So ist das. So ein Scheiß ist dann halt da drin. So... Keine Ahnung. Und dann hast du dann denselben Ablauf immer. Vor allem God of War 2 war da richtig schlimm. Die Areale, die du immer erkundest, die waren alle komplett identisch gleich aufgebaut. Du gehst in ein Areal rein, hast 5 Gegner, die du töten musst. Und dann gibst du diesem Areal eine versteckte Kiste. Und dann gehst du weiter. Dann kommt wieder ein Areal, wo du 5 Gegner tötest. Und da ist irgendwo in der Ecke eine versteckte Kiste. Und das machst du die ganze Zeit. Immer und immer wieder. Und so sehr ich God of War Charaktere liebe und die Story liebe, da war halt super viel Gamification-Bullshit drin, der einfach nur drin ist, damit man halt Content hat und sagen kann, das ist ein Videospiel. Wow. Ja, ja, FF16 haben die das halt auch nur eingebaut, um zu sagen, hey, this is a RPG. So, macht das doch nicht. Wenn ihr schon ein Character-Action-Game macht, dann fokussiert euch doch da drauf. Aber dann haben die wahrscheinlich zu sehr Angst, die Fans zu vergrauen oder so. Aber ja, bei God of War, finde ich, kann man diese ganzen RPG-Elemente rausnehmen. Diesen ganzen komischen Loot-Mechaniken alle rausnehmen. Und es wäre halt so ein hundertprozentig geileres Spiel gewesen. Junge, diese Stelle hier immer. Fand die RPG-Elemente auch Quatsch, also das hätte man sich sparen können. Hab in meinem Playthrough auch gar nicht mehr drauf geachtet irgendwann. Aber Level und Gegnerdesign und Story fand ich top-tier. Ja, Gegnerdesign, es gab leider halt nur irgendwie 5 Gegner, gefühlt, in God of War. Die dann immer und immer wieder kamen. Das war halt auch so ein bisschen traurig bei God of War. Aber ja, die Inszenierung, die Charaktere... Ist so geil gewesen. Fucking Thor war so cool. Odin war so insane nice. Also es gab schon sehr viel coolen Kram in God of War. Ey, ich krieg diese Stelle nicht hin, ne?
Mich hat Horizon richtig angekotzt. Hauptsache eine Welt bauen mit 1000 Points of Interest und Char kann nicht seine Klappe halten. Man wird maximal an die Hand genommen und das sackt. Ja. Also der zweite Teil soll wohl noch schlimmer sein, was das angeht, im ersten Teil. Und ich fand den ersten Teil schon fürchterlich, was das angeht. Konnte ich nicht durchspielen. Nice, endlich. Diese ganzen Schmuck bei FF16 hat sich so unnütz angefühlt. Hab am Anfang Amulette gewählt und die dann nie ausgetauscht. Ja, die ganze Rüstung und so war komplett irrelevant. Da hätte man dann, keine Ahnung, die ganzen RPG-Elemente sowas rausnehmen können wie, oh, du musst jetzt irgendwie eine Waffe sammeln, Waffe kaufen oder so. Kannst halt auch komplett rausnehmen und dann, oder die Erfahrung, die Level-Ups rausnehmen oder sowas und dann einen anderen Fokus draufsetzen. Sowas wie, keine Ahnung, wenn du, in einem Areal oder so einen Zeitweg gehst oder sowas, dann findest du irgendwie so einen, keine Ahnung, einen Stern oder so, der dann dein Damage erhöht oder sowas. Keine Ahnung, so permanent oder sowas, so ein Upgrade, keine Ahnung. Oder du findest irgendwie sowas wie bei Zelda ein Herzteil, was dann deine HP erhöht oder sowas, keine Ahnung, sowas halt dann. Und dann diese ganzen komischen RPG-Elemente rausnehmen. So wie halt Devil May Cry. Die haben versucht, ein Devil May Cry-Spiel zu machen. Also bei 16 haben versucht, irgendwie so ein typisches Devil May Cry-Bayonetta-Spiel zu machen, aber haben dann irgendwie noch in der letzten Sekunde irgendwelche RPG-Elemente reingenommen, damit die ganzen FF-Fans sagen können, ja, das ist ein RPG. Ey, ich krieg das Timing nicht hin. Hotline, was? Hotline-Game vom Freitag wurde abgeschlossen, oder? Ja, hab ich. Ich hab's durch. Also ähnlich wie Devil May Cry oder Zelda. Ja, also wenn du schon halt... okay. Wenn du schon halt irgendwie so ein Spiel machst, was so ein, auf die Moves deines Charakters fokussiert ist. Dann braucht man auch keine RPG-Elemente. Keine Ahnung. Finde ich. Wow. 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 Wow, ich bin seitlich rausgefallen. Das war ein ziemlich tiefer Sturz. Ja, nur bei dir ist der Sound async. Ja, ich scheiße auf euch, Belieber. Ich mache das gerade absichtlich, um euch abzufacken. Das ist mein Plan. Ihr habt's herausgefunden. Bist schon ein bisschen mies. Ja, was wollt ihr von mir? Als ob ich das absichtlich mache. Keine Ahnung, ja, ist ärgerlich für eure Punkte, aber ich mach's nicht absichtlich so. Pech gehabt. So ist das halt im Gamba-Business. Habt ihr Pech gehabt? Habt ihr Pech gehabt?
komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Mein weitester Versuch war irgendwo bis zu dieser Flugdino-Stelle, glaube ich. Aber ich werde quasseln. Das ist ein Stream. Ich werde hier viel quasseln. Und das musst du halt berücksichtigen bei der Gamba. So ist das halt. Du Frechi. Ja, so einer bin ich halt, ne? Schade. Ja, bei den Pieksvögeln. Genau, bei den Pieksvögeln bin ich gestorben. Ich glaube, ich kann hier einfach bleiben. Ja. Einfach danach immer rechts bleiben. Nicht versuchen, noch irgendwie hin und her zu jumpen oder so. Junge, Yoshi ist viel zu schnell. Kann ich die anzünden? Ja. Hier gab's das Herz, ne? Sicke SpongeBob-Musik. Was hat der nochmal gemacht? Ich kann mit dem nicht reden, weil ich Yoshi bin. Achso, er hat dieses Herz aufgemacht. Letztes Mal. Das bleibt jetzt für immer offen. So, das habe ich letztes Mal irgendwie First Try geschafft. Obwohl das irgendwie so super gefährlich aussieht. Genau das meine ich. Genau das. Genau das. Das habe ich letztes Mal irgendwie voll aus Versehen easy geschafft. Ich bin irgendwie letztes Mal die ganze Zeit richtig gejumpt. Gadem! So, das habe ich auch noch geschafft. Ach stimmt, die Gamba ist schon durch, Leute. Merke ich gerade. Nein! Oh. Boop, 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 boop. Der Versuch ist noch on time. Ach so, danach gehen wir jetzt. Wer nur für die Punkte beliebt, verdient nicht die Punkte. Das war ziemliches Chaos hier, ne?
Schwappidi. Pupidi. Ja, okay. Das war zu viel. Und hiernach kam die Pieksstelle mit dem Vogel. Okay, machen wir noch eine Gamba. Bis 17 Uhr, Chat. Ja, das Level ist lang. Das geht ja irgendwie so durch alle Weltthematiken einmal durch. Ja, der Try zählt dann noch. Wenn ich ihn um 16.59 Uhr starte. Dann zählt er noch. Kommt einfach kein Stock. Junge, das war knapp. Ja, den Part kann man immer skippen, denke ich, ne? Ja, Biako? Der beste Part, let's go! Schade! First try! Nice. Müssen wir uns mal nachdem ich das Level geschafft habe, müssen wir uns mal Speedrun anschauen. Bin gespannt, wie viel man hier so alles skippen kann. Ich habe Angst, dass du bei den Pieksern stirbst, aber ich glaube an dich. Ja, auch wenn. Ich komme doch in der halben Stunde mehr als nur einmal zu den Pieksern, oder? Jetzt bin ich ja drin. Jetzt habe ich mich ja eingespielt, warm gespielt. Jetzt schaffen wir fast in jedem Run bis zu den Wolkengebiet, wo ich gerade gestorben bin. Easy. Easy Popeyesy! So, die Yoshi-Stelle habe ich mir jetzt auch gemerkt. Was? Ah. Ich dachte, ich übernehme den, aber man macht ja erst den Ding jetzt kaputt. Das Ei erstmal kaputt. Mit dem ersten Wurf. Kann ich schon eigentlich wegspringen und den Yoshi opfern? Bestimmt, wenn ich auf die Steine drauf springe, könnte ich ihn schon opfern. So, und dann... Ja, easy. Den kann ich ihn da direkt schon wegwerfen. Hab nur für dich diese extra Herzen geholt. Nur für dich. Wo
weil du sie so sehr wolltest. Hier weiter? Nicht so! Hui! Lol. Skip. Solider Skip, Herr Speedrunner. Die Stelle ist irgendwie voll free, oder? Hat Wanda auch am Ende irgendwie so ein krasses Level-Chat? Wenn man irgendwie alle Gummibärchen oder so sammelt? Nee? Ja? Sogar eine ganze Welt? Okay. Jein also. Bin durch die. Bin Wanda nicht durch die extra Welt gekommen. War so schwer. Das letzte Level in Wanda hat es schon in sich. Okay. Ich wollte gar nicht das Ding anschießen eigentlich. Ich wollte eigentlich die Dinger anschießen. Oh, das geht gar nicht bis hier hin. Chaotic! Okay. Hast du noch nie Wanda gezockt? Nee, ich mache hier einen Mario-Marathon. Wo ich jeden Sonntag durch die ganze Reihe durchspiele, Stück für Stück. Und wenn ich bei Wanda angekommen bin, dann werde ich Wanda zum ersten Mal spielen. Also heute. Was ist hier los? Achso, ich muss mich hier hinstellen. So. Hier ist meine PB gewesen, Leute. Und das habe ich noch geschafft. Diesmal habe ich es nicht geschafft. Ja, die Stelle danach war ein bisschen trickiger, weil die hat keine Überschneidung, wo beide Plattformen stehen bleiben. Da musst du im Flug im richtigen Timing abspringen. Wäre es ja sonst so einfach, wenn du nicht instant stirbst, ne? Es muss ja hardcore schwer sein. Ey, ich weiß nicht, ob es Skips gibt, wie viele Skips es gibt, aber ich mache ohne Skips. Weil dann kann ich ja auch einfach das Game skippen. Und wenn ich jetzt irgendwie ganze Passagen plötzlich umgehen kann. Das ist ja nicht das Ziel. Skippen ist für Loser. Ne, Skippen ist schon ganz cool, aber so fürs erste Mal spielen ist das schon natürlich cooler, mal das ganze Level zu sehen. Oder die Skips selbst herauszufinden oder so ist auch cool, als dann halt einfach zu googeln, was der Skip ist oder so. Perfekte Stelle im Spiel. Außer ich finde den Skip selber. Dann ist natürlich geil. Weil dann ist es ja mein
mein Skill, der mich dazu gebracht hat. Aber ja, irgendwie nach einem Guide zu gucken und so, das ist ja lame. Wo ist der Speedrunner von letzte Woche eigentlich? Okay, das war nicht geplant. Perfekt in die Lava. Kenne eigene direkt nach ein paar Versuchen googeln. Ja, ich bin da so ein Dickschädel. Ich setze mich hin und grinde mir 500 Monde anstelle sie zu kaufen. Hier wird nichts geskippt. Aber wieso ist er nicht gesprungen? Ist einfach gefallen. Leute, die bei einem Casual Run schon nach Skips und so googeln, das sind auch die Leute, die beim Spielen nebenbei Spotify oder so hören. Okay. Oh. Das ist sehr spezifisch. Ja, es gibt auch voll viele Leute, die auch so Singleplayer-Spiele. Gemutet spielen. Mit Spotify oder so. Ich meine, wenn du das Spiel irgendwie, wenn du jetzt irgendwie so ein Dark Souls spielst, was ist eigentlich hier hin? Wenn du irgendwie so ein Dark Souls spielst und du spielst es gerade zum 20. Mal oder so. Aber so beim ersten Mal, das muss doch. Du musst es doch fühlen. Du musst es doch fühlen. Stark! Stark! Irgendwie muss man ja seinen Jahresrückblick bei Spotify füttern. Bitte. Ja, Binding of Isaac ist ja nochmal was anderes. Das ist ja was anderes. Das ist ja so ein Grind oder so, das ist ja was anderes. Du machst bei Monster Hunter, machst du Spotify an, Ricky? Du mutest da die Musik und spielst mit Spotify? Nee. Aber Podcast oder Stream, ach so. Und der Mute, aber dafür mutest du ja nicht die Musik, ne? Und das ist ja auch ein Grind, das ist ja was anderes. Aber das ist ja wie, wenn du jetzt Monster Hunter zum ersten Mal spielen würdest. Du spielst gerade Monster Hunter, das neue Monster Hunter ist raus. Du spielst das gerade zum ersten Mal. Und da kommt dann jetzt irgend so ein
Lagia Schmagia oder so, das neue Monster oder so, kommt dann. Und du hast einfach den Game Sound gemutet. Und hörst nebenbei. Keine Ahnung. Irgendwelche Anime-Openings. Digga. Das kannst du doch nicht machen. Das kannst du doch nicht machen. Da hat sich ein Team hingesetzt und Soundtracks. Oh. Soundtracks komponiert. Passend für diesen Kampf oder so. Wow. Ich bin zu früh rausgesprungen. Passend für diesen Kampf oder so, was dann die Atmosphäre und den Vibe auf ein geiles Level bringt und du so nebenbei. Bissel. Sie sind das Essen, ich bin der Jäger-Opening oder so hören. Zehn Minuten noch. Wieso passiert mir das da an der Stelle immer? Was ist dein Lieblingsspiel? Was ist dein Lieblingsspiel, Skytime? Laver! Also ich habe meine Katzen das erste Mal rausschnuppern lassen auf dem Balkon, Terrasse. Mein Kater meinte nach 2 Minuten erstmal zu verschwinden, ist beim Zurückrennen volle Lotte gegen die geschlossene Balkontür gerannt. Oh no. Kurz Panikattacke. Imagine den allerletzten Kampf in Monster Hunter GU Muted erleben. Fühle ich nicht, kenne ich nicht. Nein! Nein! Das war Sicko. Finde persönlich jetzt, dass Monster Hunter nicht den ultra krassen OST hat. Okay, Opfer. Das ist halt wirklich ein wacker Take. Du oder Feuerball sind echt keine Freunde. Nee, absolut nicht. Heute outen sich alle für ihre Sünden. Halt wirklich. Noch 8 Minuten. Schnell sterben und neuen Try starten. Kenne keinen Track bei Namen. Ich kenne aus keinem Videospiel einen Track bei Namen. Ich kenne keinen beim Namen. Hä? Nee, keine Ahnung. Für mich ist das, keine Ahnung, bei Monster Hunter ist das halt für mich, ja, Nergigante-Theme. Wenn Nergigante kommt oder so. Keine Ahnung. Als ob ich weiß, ob das jetzt Dawn of the Sickness oder so heißt. Keine Ahnung, Mann. So, ob ich mir sowas merke. Ja, Kingdom Hearts, okay, simple and clean oder so, okay. Aber keine Ahnung. Final Fantasy.
I don't know. Ich kenne keinen Namen. Ich merke mir sowas nicht. Ich keine Ahnung, ich habe super viel Musik oder so, auch von wenn wo ich noch super viele Bands gehört hatte oder so. Da konnte ich mir auch nie merken, wie die Lieder heißen. Ich hatte dann irgendwie meine Lieblingsband gehabt, dann hatte ich da keine Ahnung einen Song gehabt, den ich besonders gefeiert habe und für mich war es halt der eine Song. Aber wie er genau hieß jetzt, keine Ahnung. Nein. Nein. Ja, ich höre auch viele OSTs. Ich höre hauptsächlich OSTs. Aber keine Ahnung. Allein der Song hier. Ich mag den Song. Aber keine Ahnung, wie der heißt. Ich weiß, der kommt halt in dem im Forstland vor. Und für mich ist das Forstland-Theme. So, das war's. Ey, jedes Mal hier. Mann, ich krieg's nicht mehr hin, die Stelle. Das ist das SpongeBob-Team, ja. Sowas halt, ne? Aber ich kann mir auch generell keine Namen merken. Also ich kann, auch wenn ich so ein Final Fantasy 8 oder so, mein Lieblings-Final Fantasy, 100 Mal spiele oder so, ich kann dir halt nicht sagen, wie die ganzen Monster heißen oder so. Keine Ahnung, wie die ganzen Monster heißen, Digga. Ich liebe das Spiel über alles. Ich liebe die Musik über alles. Aber ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Monster oder so heißen. Aber das war bei mir schon immer so. Ich konnte nie so mir wirklich großartig Namen merken. Ich bin eher so der visuelle Typ. Der visuelle oder der audiovisuelle Typ. Ich kann mir sehr gut optisch Dinge merken oder von der Musik her merken. Aber ich kann mir halt nicht Namen oder Daten oder sowas merken. Das geht bei mir irgendwie nicht. Ich habe damit sehr große Probleme. Nein. Das ist so Quatsch. Nee, so ist das halt bei mir. Okay, ich krieg's langsam hin, Chat, die Stelle hier. Das denken wir, das ist der letzte Try, ne? Für die Gamba jetzt. Generell Sachen nicht so gut merken. Wer bist du eigentlich? Ich kann mir allgemein alles gut merken, was mich interessiert, auch wenn sie komplett irrelevant sind. Dinge, die mich nicht jucken, aber wichtig sind, fliegen jedoch direkt aus meinem Kopf. Nee, also, keine Ahnung. Auch wenn ich Dinge liebe oder so, ich kann mir trotzdem Namen nicht merken. Egal, wie tief da ich in dem Thema drin bin, ich kann mir Namen nicht merken. Wie heiße ich Ricky? Aber das steht da.
Oha. Ja, klar, Mario, sowas merke ich. Das ist ja Super Mario. Aber wenn du mir jetzt sagst, wie diese kleinen Viecher da heißen, werde ich es morgen wieder vergessen haben. Ja, das weiß ich, Willi. Ich vergesse in so Serien und so immer die ganzen Namen. Ist schlimm. Boah, vor allem, wenn das so, wenn man das auf irgendeine Sprache guckt, die man nicht gewöhnt ist oder so. Und dann kommen da Namen. Holy shit. Leute, koreanische Serien. Ich gucke eine ganze Serie durch, 2 Staffeln oder so. Und ich kann dir am Ende nicht sagen, wie der Protagonist heißt. Aber das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja nochmal was anderes. Das stimmt, ich habe die Kategorie noch nicht geändert. Super Mario Odyssey! Jetzt. Manchmal bin ich neidisch auf Leute, die sowas können, die so Dinge sich, so Namen oder Begriffe merken können. Ich hasse sowas. Ich würde das auch gerne können. Ich bin immer neidisch, wenn Leute das können. Wenn dann irgendwie Leute über irgendein Thema reden. Scheiße. Ja, das war der letzte Versuch. Wenn Leute irgendwie über ein Thema reden und dann können die sowas sagen wie, keine Ahnung, der Master Blaster 3000. Der war richtig stark. Und ich muss dann fragen immer, was war nochmal der Master Blaster 3000? Und in meinem Kopf ist das die, ist das Typ, ist der Typ mit der silbernen Mütze. Ich kenne alles über diesen Typ mit der silbernen Mütze, aber nur seinen Namen nicht. Ich kenne alle seine Strats, wie man ihn am besten bekämpft, was er droppt und wofür du das brauchst. Hab ich keine Ahnung, wie der heißt. Chat, nächste Gamba, bis 17:30. Das einzige wichtige Begriff ist der das morphogenetische Feld. Yeah. Das ist das Wichtigste. Ey, nicht meine Mütze wirft er dabei. Ich check's nicht. Ich muss da immer kurz stehen bleiben. Nee, nee, wir machen heute noch Wonder. Ich verstehe nicht, wieso er die Mütze danach nicht mehr werfen kann, wenn er da oben so abspringt. Ich wette gar nicht mehr. Wette doch einfach gegen mich. Dann gewinnst du. So, ich bin One-Hit. Oder diese Menschen, Leute, die sich immer Lyrics merken konnten von Songs, oder? Hasse euch. Wieso könnt ihr das? Hasse euch, wieso könnt ihr das? An was bin ich gestorben? Die Decke? Ja. Ich schaffe immer nur so 50%. Ja, ich höchstens wenn, dann schaffe ich irgendwie den Refrain oder so. Den Refrain lerne ich dann irgendwann. Und dann wird's schwierig.
So, ich höre einen Song 50 Mal hintereinander im Loop oder so. Ich kann dir kein Wort sagen, was er gesungen hat. Außer er hat das irgendwie besonders betont oder so. Dann habe ich es mir gemerkt. Wake up. Wake up. Und danach ist wir raus. Und dann gibt's ja Leute, die hören den Song 5-mal oder so und können einfach den ganzen Song mitsingen. Alle meine Entchen kann ich, ja. Den Song kenne ich. Die Lyrics kenne ich. Was? Ich war doch schon drin. Songs am ersten Ton erkennen. Ja, das ist bei manchen Songs bei mir immer noch so. Das geht immer noch. Vor allem so Sachen von früher irgendwie aus der Kindheit. So irgendwelche Openings oder so. Das hat sich dann so fest eingebrannt ins Gehirn. Aber das ist was anderes. Das ist dann Melodien. Melodien erkenne ich. Melodien, Stimmen oder so. Stimmen kann ich auch immer gut erkennen. Von irgendwelchen Synchronsprechern oder so. Filme mit mir gucken ist, glaube ich, auch immer anstrengend. Weil ich dann immer sage, hey, der Synchronsprecher ist von dem und dem Charakter. Schon. Ja. Wow, er ist nicht oben geblieben. Ich kenne so einen Sprungsprenger gar nicht. Aber dann kommt's dazu. Ich kenne den Synchronsprecher von der Stimme her, aber ich weiß nicht, wie er Real Life heißt. Ich kann dann aufzählen, irgendwie 5-6 Charaktere, die er gesprochen hat in irgendwelchen Filmen oder Serien. Aber keine Ahnung, wie der heißt. Oder wie die Charaktere heißen, die er spricht. Und dann ist es halt so, ja, er spricht halt den Protagonisten aus dem und dem. Aus dem und dem Film. Und dann wird mies gegoogelt, ja. Ja, Tommy Morgenstern ist auch stark. Tommy Morgenstern ist stark. Der ist eine Legende. Charles Martinet sagt mir nichts. Wer ist das denn? Erzähl mal. Ich hab in Chat geguckt.
Charles? Mit lange C? Ah, das ist der Synchronsprecher von Mario. Oh, ich kenne noch einen Synchronsprecher. Matt Mercer, Chat. Vom Namen her. Yeah. Wen spricht er? Zum Beispiel Yusuke von Persona 5. Oh, sogar den Namen des Charakters gemerkt. Oder gefühlt den halben Cast aus Trails of Cold Steel. Trails? Ich kenne ihn persönlich, wir sind beste Freunde. Liam O'Brien, ja. Sau stark. Ken Brace Papenbrock. Wer ist das? Ist das hier der mit, According to the Judgment of... Komoeda, ah. Ich kenne Santiago Ziesma. Oh, ich habe in Chat geguckt. Ich weiß nicht, was CR ist. Ist das ein weiterer Hot-Take-Zwiebel? Willst du uns wieder schocken? Cristiano Ronaldo. Ach so, ja, fühle ich jetzt auch nicht. Außer Sü. Das war cool. Und dieses eine Video, wo er so in die Kamera schaut und irgendwas isst oder so. Das war cool. Nee, nee, da sagt er nicht dabei Sü. Das war irgendwie, glaube ich, so eine Face-Call-Aufnahme oder so. Wo er dann irgendwie nur so in die Kamera starrt und so komisch grinst. Critical Role. Was ist Critical Role? Was? Oh mein Gott. Könntet ihr ehrlich nicht sagen, ob das Video echt ist oder nicht? Von Cristiano Ronaldo? Ist eine D&D-Gruppe. Okay. Ich war doch schon drin! Hä? Das ist weird manchmal, ne? Ein D&D-Kanal von Voice-Actern. Okay. Und die sind nicht so cool, oder was? Ich glaube allen Leaks. Ich glaube allen Leaks. Mich nennt man auch Leaky.
Ich nenne mal auch Fiki. Ricky Fiki. Nein! Ich hasse diese dumme Stelle. Ich hätte mir kein extra Leben holen sollen. Ich hätte einfach weitergehen sollen. Damage boosten, let's go. Mach das heute fertig, ja. Hey, er hat gerade selber sich Ficky genannt. Und ich darf das benutzen, weil ich wurde selber Wiki Ficky genannt. Okay? Ich habe ein Anrecht drauf. So läuft das. Ja, genau. Das ist so wie Leute, die von etwas betroffen sind, auch darüber lustig machen sich dürfen. Und Leute, die davon nicht betroffen sind, sich nicht darüber lustig machen sollen. So. Und ich war von Ficky betroffen, also darf ich mich darüber lustig machen. Schachmatt! Ja, er springt nicht hinter. Wieso springt er nicht hinter der Mütze her? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Doch, so funktioniert das. Alles gut, bekommst Erlaubnis. Ich brauch deine Erlaubnis nicht. Ich bin selbst ein Ficky. Nee, ich will keinen Unsichtbarkeitsskin. Ich bin zufrieden mit meinem Skin. Was ist dann deine Mission? Dieses Level zu schaffen? Warum eigentlich Koch? Keine Ahnung. In irgendeiner Welt musste ich das aufsetzen, um in die Tür reinzugehen. Und seitdem habe ich es nicht mehr geändert. Ja, als ob der die Kante trifft, du dummer Versager! Diese Lavastelle, ne? Die ist so fürchterlich. Kann man die irgendwie skippen oder so? Diese dumme Lavastelle.
Es gibt eine Schüttelmechanik für die scheiß Lavabälle. Ich hasse Nintendo. So ein Drecksladen. Schiebt eure scheiß Gimmick-Kacke sonst euch wohin. Halt wirklich, imagine noch der Wii hinterher heulen. Schüttel macht er das hier. Was bringt mir das? Okay, ich laufe dabei. Okay. Ich finde deine Taktik echt scheiße. Kommt er gar nicht rüber. Die Wand ist zu hoch. Also hier geht's, weil die Wand noch so tief ist. Aber da kommt er da gar nicht rüber. Wurde genervt oder so. Ah. Ich bin doch drin! I don't get it. Ja, es ist auch nicht so schwer, aber manchmal ist irgendwie der Wurm da drin. Und ich sag's mal so, ich habe da gar keine Strat für. Ich springe einfach und hoffe, dass ich nicht getroffen werde. Robert, danke schön für 23 Monate. Ich hoffe einfach nur, ich werde nicht getroffen. Und dann klappt es dreimal hintereinander und dann zehnmal hintereinander nicht mehr. Kurze Hentai-Pause. Ne, wir machen gleich kurze Pipi-Pause. Also für mich wird es eine Pipi-Pause sein. Für euch kann es eine Hentai-Pause sein. Was ist das überhaupt? Ich habe das nicht gecheckt. Das Level hier ist einfach ein Videospiel. Mario Odyssey. Gibt's auf der Switch. Ist so ein Jump'n'Run. Wo du als Mario Gegner übernehmen kannst. Ja, so ein 3D-Plattformer, Collectathon. Und wenn du 500 Monde gesammelt hast, dann kriegst du das letzte super schwere Level. Und das ist das. Nee, wie bei Fortnite. Thank you.
Wir werden heute Wonder sehen. Und auch wenn nicht, dann sehen wir heute kein Wonder. Dann ist es halt so. Manchmal kriegt man nicht alles, was man haben will. Da mache ich immer irgendwie denselben Fehler und jedes Mal bin ich verwirrt. Wie ging das nochmal? So, war das jetzt hier? Nicht so. Okay, einfach wirklich hier hinten stehen bleiben. Ganz rechts. Hallo? Oh. Hallo? So, und jetzt hier einfach stehen bleiben. Hier stehen bleiben? Eigentlich easy. Eigentlich easy. Ist egal. Unsere Lieblingsstelle. Wie lange bin ich gestunt? Immer, ne? Oh, das Ende war echt scheiße. So, ich bin wieder hier. Aber wieso passiert das schon wieder? Ich halte das Gamepad ganz gerade und er piekst dann aber nach links. Wieso piekst er denn nach links? Ich dreh mich nicht. Ich dreh gleich dein Gesicht. Ach so. Eine Referenz also. Aber bitte. Ja, das letzte Try-Chat. Dann ist die Gamba durch. Und dann gehen wir eine Hentai-Pause machen.
Ja, ja, dann geht's weiter, klar. Muss nur dringend pinkeln. Guter Sprung. Wenn die Kamera wenigstens auch oben bleiben würde, ne? Und ich sie nicht jedes Mal neu drehen müsste. Aber es ist halt ein Nintendo-Game, ne? Das muss dich immer an der Hand nehmen. Du musst immer diese Scheiße dir aufdrehen. Nein, die Kamera gehört so. Du darfst sie nicht so drehen, wie du möchtest. Das ist immer noch ein Kinderspiel. Ich wünschte, das wäre hier ein bisschen erwachsener, dieses Game. Ich könnte Bowser töten oder so. Weißt du, was das einzige Wunder ist, Hedy? Dass du dich immer noch nicht getraut hast, Elden Ring Only abzuspielen. Wann? Wieso hat er jetzt auch Gollum gespielt? Für Channel Points, Game Requesten. Ah, immer diese Dash-Geviewer. Dash-Geviewer können nur noch und wollen nur noch Gollum sehen. Okay, ich kann die Stelle jetzt voll gut. Ja. Ja, ich kann die Stelle jetzt voll gut. Der Run ist es. Das Ding ist, ich weiß halt immer noch nicht, was nach den Piepmaps-Vogel kommt. Aber da müsste ja nicht mehr so viel kommen, weil das ist ja schon das Bowserland-Thema. Da muss ja dann nicht mehr so viel kommen. Okay, we back here. Wahrscheinlich kann man
einfach über diese Blöcke. Zack, 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 drüber. Ganz easy, ne? Oh, als ob, der war noch unten. Oh, dieses dumme Scam-Game. Junge, einfach Randomizer aktiviert gerade. Die Stelle ist so fürchterlich. Okay, let's go. Ich geh pissen. Wo ist mein dreckiges Dreckshandy?
du süße Maus. Lass mich raus aus deinem furry Shit. Kurz mal gucken, ob meine Lampe noch hinten angeschlossen ist, die bunte, die ich nie mehr benutze. Nö. Jetzt haben wir Hintergrundlicht. Kennt ihr den Dingens? Den No-Hit-Runner. Hopp auf Twitch. Das ist immer so eine Kamerabeleuchtung. Immer wenn ich irgendwie in den Stream reinkomme, ist seine Kamera immer so, die Farbe von seiner Kamera so immer extrem stark gelb und überbelichtet. Ja, yeah. Seine Beleuchtung ist noch super weird. Und dann sitzt er mal vor einem Greenscreen und du siehst dann immer so mal zwischendurch so Artefakte von seinem Greenscreen. Kennst du diesen Iblasi? Iblasi! Ich hab einfach Iblasi gesagt, Junge. Der hier hat ohne Springen, Münzen einsammeln und Schaden nehmen dieses Level gespielt, Legende. Fucking Iblasi. Mobber-Vibes, hallo. Das sagt man im Englischen auch. Freudian Slip. Freudischer Versprecher. Ich lese es zum ersten Mal auf Englisch. Okay, Chat. Neue Gamba. Ich gebe jetzt Vollgas. Ich gebe jetzt Vollgas, okay, Chat? Ich war auf Toilette. Ich habe eine Kiwi gegessen. Mit Schale. Ich setze an 18:15. Bis 18:15. Ich gebe jetzt richtig Gas, Chat. Ich bin jetzt voll im Fokus, okay? Ich hab Kiwi auf meinem Mikrofon. Warte, nochmal Neustart. Okay, let's go. Ich gucke jetzt nur in den Chat, wenn ich irgendwo stehen bleiben kann. Ansonsten gucke ich nicht in den Chat. Ich habe in den Chat geguckt, obwohl ich laufe. Scheiße. So schnell geht's. Jetzt muss ich mich mehr konzentrieren darauf, nicht in den Chat zu schauen, als auf das Level selbst. Ich habe in den Chat geguckt. Ich habe wieder in den Chat geguckt. Push him up!
Immer seine eigenen Regeln nicht ernst nehmen. Mich kann kein System beugen. Nicht mal mein eigenes. So. So. Chat, wie viel Monde kann ich mir für 7533 Münzen kaufen? Drei? Fünfundsiebzig? Also 100 kostet mal 100 einer. Denk Point Crowd Chat. Hab die neue Gamba verpasst. Pech gehabt. Kriegst jetzt keinen geilen Punkter. Oh, zu lange, oder? Ne, geht noch. Bisher nur verloren. Ja, jetzt hättest du gewonnen. Du bist quasi gerade das Golddigger-Mem. Mem. Einfach Mem. Du bist das Golddigger-Mem. Mem, Alter. Ein Blasi. Ja, da oben ist ein Herz, merke ich gerade. Bim, 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 bim. Ne, nicht so ein Golddigger-Prank, sondern dieser Typ, der so eine nach Gold gräbt und dann kurz vor Gold aufhört. Oh mein Gott. Waren Dias, aber ja. Du und dein Gaming. Denk doch mal wie ein normaler Mensch, mal ohne Gaming. Ich weiß, Gaming ist geil oder so, aber nicht alles ist Gaming und Minecraft. Lol, ich hab mich verklickert. Oh, das ist scheiße. Jetzt muss ich die dumme Scheißpassage in Bowserland. Ziemlich gut hinkriegen. Damit ich das hier ausbessern kann. Es sieht halt so oft so aus, als würde er jetzt an der Kante eigentlich hängen bleiben, aber er bleibt nicht an der Kante hängen, sondern bounced ab, ne? Und das bringe ich dann immer aus dem Manöver raus. Manöver! Habe ich zu tief gestartet? Gewonnen. Boah, mit dem kann man doch, wenn ich das von Anfang an, dieses Schüttler mache, kann ich doch bestimmt dieses ganze Gebiet hier überfliegen, Alter. Aus irgendeinem Grund muss ich an dieses Luckbeer Landlord-Spiel denken. Wieso? Wegen der Gamba? Geologe!
Ja, jetzt wird's critical, Leute. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Die letzte Passage ist halt echt arschig. Das macht Damage, wenn man das einfach berührt? Lolski. Ja, vorbei. Und jetzt kommt die schlimmste Stelle. Einfach langsam machen und skippen, ja. Lass einfach skippen. Lass Monde kaufen. Ja, aber ich bin nicht drauf gesprungen. Ich habe die obere Decke des Dings gar nicht berührt. Das hat halt generell, glaube ich, eine komplette böse Hitbox. Böse Hitbox. Also egal, wo du es berührst, kriegst du, glaube ich, immer Schaden. Darfst du es generell nicht anfassen. Es ist wahrscheinlich brennend heiß. Wie Mama Mias Steineofen. Das war Solidus. Clean. Gereinigt. Schon Speedrun-Niveau hier. Level desinfiziert. Gefällt mir, wie du denkst. Das war auch easy. Vielleicht sollte ich... Ich warte lieber. Ich habe Angst. Kein Risiko. Man hat hier keinen Timer. Ich kann... Kann ganz normal spielen. Nee, die Sphinx, wenn... Beim ersten Mal, wenn du mit dir sprichst und die Frage richtig beantwortest, dann öffnet sie die Luke. Wo das Herz drin ist, was ich gerade eingesammelt habe. Danach ist es halt immer offen.
Sauberkeit. Von jeglichem Dreck befreit. Einfach noch großflächig überfliegen, damit das hier noch was wird mit meinen Punkten. Was willst du überfliegen? Als ob, ich dachte, der war weiter nach unten. Ich dachte, der war noch weiter unten. Junge, oben sind ja viel mehr als unten. Leon, deine Strat ist scheiße. Da oben sind ja noch mehr als unten. So viel ich will, okay. Du sagst mir nicht, wie viel ich zu schütteln habe. Wieso ist der hinten aktiviert? Das hat mich durcheinander gebracht. Oh, ich hasse Videospiele. Die Stelle ist doch fürchterlich. Ein Leben. Let's go! Wieso hat er sich gedreht? Ich habe den Stick nicht berührt. Ich komm da oben nicht dran. Ich muss den in der Mitte treffen. Der kann mich einfach runterschubsen. Der kann mich einfach runterschubsen. Wow. Ich wollte mir Zeit lassen. Kurz. Mich sammeln. Aber hey, das war Pibi. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich kann mich am Stein festhalten. Das sah irgendwie so kurz so aus, als hätte ich mich am Stein festgehalten. Was passiert hier gerade? Nur ganz kurz, okay. Also man kann es nicht zum Abbouncen benutzen. Okay, das ist er jetzt. Jetzt ist er, Chat. Ich schaff die Vogelstelle jetzt, okay? Schade.
Sag's wie es ist, ne? Ich kann diesen Part hier irgendwie nicht mehr sehen. Also so sehr ich zum Beispiel jetzt die Lavastelle hasse. Diese hier kann ich einfach nicht mehr sehen. Ja, ich muss schneller sein. Der einfache Part, den schnell durchspeeden. Ich will öfters den anderen Part machen. Also einfach durchspeeden, den ersten Part. Sprung! Die Pieksvögel sind cool, ich mag die. Aber ja, die Stelle ist echt nicht einfach. Oh, ich hab den Chat geguckt. Kannst du auch deine Switch formatieren, dann die 1.0 Version davon spielen und damit durch einen Glitch das komplette Level skippen? Ja, das ist ja langweilig. Das ist ja langweilig. Ich kann es auch skippen, indem ich einfach das Spiel ausmache, dann ist es ja quasi geskippt. Ich hab jetzt durchgeschüttelt, durchgehend. Ich komm nicht höher. Weiterschütteln. Okay, let's go. Ich bin full life. Oh nein! Oh, ich bin so gut durchgekommen. Das war Starky. Bring mir aber all diese ganzen Leben, bring mir hier bei der Stelle leider nicht so viel. Das ist so fies, dass du danach auch keinen Mützenjump machen kannst, ne? Das ist so mies. Ist so mies. Lass mich doch wenigstens recovern zurück. Versuchen zu recovern. Darf man einfach nicht. Oh,
Und wieder der langweilige Part. Neue PB, ne? Ich war schon weiter. Von der Zeit her können vielleicht noch zwei Tries passen, ne? Also der und dann noch einer. Dein Schütteln. Schüttel doch selber. Wie wollt ihr euch schütteln? Am liebsten würdest du gar nicht, dass ich aufhöre zu schütteln, oder? Einfach ganz run durchschütteln, oder? Ich brauche keinen goldenen Tanuki. Ich bin Gamer. Okay, er macht nicht den Dive. Stark. Hört ihn auf, Iblasi zu nennen. Nur weil ich mich versprochen habe. Alles Mobber hier, halt wirklich. Deswegen hat er aufgehört, genau. Mobben beruht auf Gegenseitigkeit. Ein Blali hat dich gemobbt? Wieso mobbt dich ein Blali? Nee, du mobbst mich. Wo habe ich dich gemobbt? Jemals. Und Anoria, Dankeschön für 14 Monate. Du hast sofort gefragt, ob ich Schnecken esse. Ich habe nicht gefragt, ob du Schnecken isst. Ich habe gefragt, ob das wirklich in Frankreich so ein Ding ist. Nicht, ob du sie isst und du magst. Junge, ich schüttel, es geht nicht. Ich glaube, man muss weiter unten starten, damit Schütteln was bringt. Jetzt hat's gar nichts gebracht. Ich verstehe deine Schüttelmechanik nicht. Ich rudere nicht zurück. Du gibst es nur falsch da und ich korrigiere dich.
Und zudem wusste ich nicht mal, dass das ein Vorurteil ist. Game. Das ist ja Dunkanki. Nein! Was, ob ich nur noch ein Leben habe? Ja. Keine Ahnung, wo die Fässer herkommen. Okay. Ach, das ist der. Nee, einen Try habe ich noch. Das ist der letzte Try. Was habt ihr zum Ende noch so eine dumme Passage einmachen, wo man nie weiß, welcher Knopf jetzt in welche Richtung dich lenkt? Hasse das. Denken, die haben einmal Galaxy gemacht und kriegen das überall so gut hin. Löscht euch. Ja, zum Ende hin halt meines Tries, mein Gott. Ja, dann heute keinen Wonder. So ist das halt manchmal im Leben. Wollt neue Strats probieren. Wollt neue Strats probieren, okay? Ich dachte, vielleicht kann man das ganze Spiel so skippen. Und dann löscht sich das automatisch von deiner Festplatte. Und du kannst es nie wieder spielen, weil es von deinem Account gebannt wird. Voll der Clickbait-Titel! Ich kann noch einen Try machen, wir haben 18.14 Uhr. Ich kann einen Try noch machen. Das ist so dumm, ne?
dass wenn man da oben drauf steht, keine Mütze mehr benutzen darf. Starker Anfang. Für den letzten Try ist es schon stark, ne? Ja, heute Mario Wonder wird knapp. Marathon geht noch bis zum nächsten 3D Mario. Ja, so lange werde ich hier dran sitzen. Ja, wenn du zu lange drin bist, dann kriegt der Damage im Wasser, ja. Ist kaltes Wasser. Ob ich das heute durchmache? Kommt nächste Woche schon das neue 3D Mario? Ich denke nicht. Also nein. Ich darf nicht zu früh schütteln. Ich muss vorher schütteln. Also perfekt schütteln. Das wieder nicht. Keine Ahnung, Mann. Ist auch nicht so schlimm, die Stelle nicht zu skippen. Die ist recht einfach. Die ist recht easy. Und kurz. So, schlimmste Stelle im ganzen Spiel. Ich glaube, die schlimmste Stelle in generell allen Nintendo-Spielen jemals, ne?
Da ist noch einer überlebt! Das ist doch ein fucking Joke. Das ist doch ein fucking Joke. Ja, die Cheeses schauen wir uns an, wenn ich das Level geschafft habe. Dann gucken wir uns die ganzen Cheeses an. Okay. Achso. Wow. Junge. Ja, hab mich Damage geboostet. Krieg ich noch irgendwie Leben oder so? Krieg ich noch irgendwie Leben? Oh fuck, wieso muss ich jetzt noch Bowser spielen? Kommt jetzt? Das ist doch schon das Ende, oder? Das ist schon das Ende! Das ist thank you! Oh nein, wieso ist hier der Typ noch? Thank you. Gib mir meine Mütze wieder. Gib mir bitte meine Mütze. Kann ich bitte? Okay. Jetzt hier noch irgendwo runterfallen. Einer langen Reise Ende. Okay. Ich hoffe nicht, dass ich noch irgendwo jetzt hier sterben kann. Ja, Chat, wir haben es richtig weit gebracht, oder? Wir haben alle verschiedenen Länder bereist, Chat.
Ja, Chad, unsere Reise war einmalig. Vielen Dank, Chad. Es war mir eine Ehre. Ja! Sogar der letzte Try, der noch in der Zeit war. Das Level ist ja arsch einfach. Du hast den Unsichtbarkeitshut erhalten. Ah, deshalb meinte das vorhin jemand im Chat. Willst du unsichtbar werden oder wieso machst du das? Das meinte er. Ah. Ja, Chat, wir haben's! Offiziell Mario Odyssey durchgespielt auf KG%. Nice, finally. Oh boy. Das hat echt lange gedauert, ne? Das hat echt lange gedauert. Crazy. Oh boy. Jetzt ins Wunder. Wir gucken uns noch das Video an. Die Clay hat es eins geschickt. Achso, das ist im kompletten Speedrun noch drin. Ich dachte, da machen Leute das nur das Level. Dass dann extra so segmented Runs oder wie die heißen, gibt's, ne? Okay, ich bin gespannt, wie viel man skippen kann. Das ist aber jetzt nicht die Version 1.0, oder? Wo er jetzt alles skippt. Mit einem Glitchy. Starke Qualität auf jeden Fall. Ja, okay, das hätte ich auch machen können, ne? Da hätte ich auch drauf kommen können. Hält er die ganze Zeit den Stick nach unten, Junge, damit die Kamera so ist? Weil die geht immer automatisch nach oben. Hätte ich hier gar keinen Bock. Da siehst du, hier muss man normal spielen, springen, Leon. Hier kann man nicht schütteln. Ich konnte. Ich glaube, du bildest dir das nur ein. Oh, man kann einfach außen. Oh jo, oh jo. Okay, der ist cool. Der Skip ist cool. Okay, das hätte von der Zeit ja auch gereicht. Oder nimmt er Damage? Okay, er nimmt Damage. Ist das schneller, wenn man springt, oder was? Ja, eigentlich immer wenn man sich stellt, wieso macht der Speedrunner das, dann ist immer die Antwort, ist schneller. Das ist immer die Antwort. Jo, wieso kann er so schnell mit Yoshi laufen? Ach, wenn man sich am Boden festleckt, kann man schneller laufen? Okay, er nimmt komplett den Weg. Über die Steine. Ohne Blumen? Da kommt man easy rüber. Ach, er nimmt Damage. Oh lol, zurück auf die Mütze. Stark. Okay, das war cool. Hä? Als ob man das einfach so skippen kann. Da ist sogar oben eine Box. Da ist ja sogar oben eine Box. Das ist ja sogar gewollt, dass man das herausfindet. Wow, ich bin da gar nicht drauf gekommen. Aber der Trick ist cool. Er lässt die Mütze draußen, springt ins Feuer, dann wieder zurück auf die Mütze und dann nach oben. Das ist nice. Das Rätsel, das Sphinx war ihm zu schwer. Ja, ich glaube auch. Okay, B-Spam bringt was. Ich hatte immer das Gefühl, wenn man B die ganze Zeit drückt oder so, dann verliert man eher an Höhe.
Nee, das ist wahrscheinlich gar kein B drücken, das ist wahrscheinlich Spammen. Er spammt die ganze Zeit. Ja, okay, wow, er fliegt komplett durch zu Bowser. Er fliegt komplett am Bowser vorbei. Ja, wow. Speedrunner hassen Videospiele, oder? Machen sich ihre eigenen Spiele kaputt. Weißt du, so einen coolen Part des Levels hat er einfach komplett geskippt. Schon schwach, oder? Scheiß Speedrunner. Haben die überhaupt Spaß mit Videospielen? Oh, geskippt. Würde ich mich nicht trauen. Ich meine, bei den ganzen Gegnern konnte man sich an die Kante hängen. Und konnte dann nicht getroffen werden. Bei welchen Gegner meinst du jetzt? Ja, halt wirklich, sogar die Danksagung skippt der, ne? Wie respektlos. Ja, so kann man das Level auch machen.